Fahrt und damit willkommen zum Treffpunkt und zu unserem großen Sommerthema Ferien im Freizeitpark. Heute sind wir in Tripsdrill, da wo die Altweibermühle steht und wo schon Generationen ihren Spaß hatten. Und es kommen immer wieder neue Attraktionen dazu. Tja, ich würde sagen, anschnallen und los geht's. Und ich muss erstmal trocknen. Zwischen Wald und Weinbergen, der Erlebnispark Tripsdrill. Über 100 originelle Attraktionen machen den Besuch zu etwas Besonderem. Mädelsausflug. Geburtstag nachfeiern und... Was wir machen wollen? Fahren so viel wie möglich. Fahren so oft es geht. Ganz oben in der Gunst stehen natürlich die großen Achterbahnen. Einmalig, weil ganz aus Holz, die Mammutbahn. Die Züge brettern mit über 80 Stundenkilometern durchs Gebälk. Ein donnerndes Vergnügen auf 860 Meter Holzschienen. Etwas weniger ruckelig, aber dafür umso schneller, die Katapultachterbahn Karacho. In nur 1,6 Sekunden geht's von 0 auf 100. Schneller als jeder Formel-1-Wagen. Mit 4 verschiedenen Überschlägen, extremen Steilwandkurven und rasanten Tempowechseln ist diese Bahn ein echtes Highlight, besonders für die jüngeren Achterbahn-Junkies. Ich fand's am coolsten, als es so losgeschossen ist. Wenn man fährt, dann ist es eigentlich normal, wenn es dann runtergeht, dann zieht es so nach hinten. Da gibt's ein Looping und eine Spirale und im Dunkeln auch. Und das macht einfach ein Bauchkribbeln und den Adrenalinkick. Angefangen hat alles sehr beschaulich, mit der Altweibermühle. Benjamin Fischer ist Parkbetreiber in der 4. Generation. Schon 1929 legten seine Vorfahren hier den Grundstein für Deutschlands ersten Erlebnispark. Die älteren Attraktionen, mit denen bin ich aufgewachsen. Natürlich ganz stolz bin ich auf unsere neuen Attraktionen mit Hals über Kopf, Volldampf. War ein Riesenprojekt, riesen Planungszeit. Und wenn man dann mal das ganze Revue passieren lässt, macht es das schon einen auch sehr stolz. Ne? Letztes Jahr gingen gleich 2 neue Achterbahnen an den Start und wurden durch Corona ausgebremst. Zum einen Hals über Kopf, eine Bahn mit hängenden Sitzen, gleich mehreren Überschlägen und einem sehr passenden Namen. Zum anderen wurde die gute alte Schwäbische Eisenbahn wieder unter Volldampf gesetzt, mit Originalbauteilen von der Schwäbischen Alb. Und wie in dem berühmten Volkslied hängt der Geißbock am hinteren Wagenteil. Also wir verfolgen hier das Thema Schwaben anno 1880. Wir legen sehr viel Wert auf Originalität und versuchen natürlich den Besuchern das schwäbische Thema hier näher zu bringen. Gestaltet sind so die Gebäude, die Thematisierung und das findet man ganz Tripsdrill wieder. Zur Philosophie von Tripsdrill gehört es seit jeher, Geschichte auf vergnügliche Weise erlebbar zu machen. Bestes Beispiel, der Flugversuch des Schneiders von Ulm. Bereits am Eingang zum Höhenflug bekommen die Besucher einen lehrreich unterhaltsamen Vorgeschmack. Es sind halt hier so 2 unabhängige Flügel und man muss sie halt immer in so einem gewissen Rhythmus so hochheben und der andere senken, bis man dann so eine gewisse Schräglage kommt. Und wenn man merkt, man dreht sich in die andere Richtung, macht man das Ganze wieder versetzt. Und so steigert man sich dann halt, bis man irgendwann in eine Drehung reinkommt. Und wenn man dann halt in der Drehung drin ist, muss man die Position halten und dann dreht man sich die ganze Zeit weiter. Also immer fleißig mitmachen. Am Ende werden für jeden Piloten die mit eigener Kraft erreichten Überschläge gezählt. Der Parkrekord liegt übrigens bei satten 53 Umdrehungen. Das ist anstrengender, als man denkt. Sieht auf dem Video so einfach aus. Der macht da seine Flügelbewegungen, aber wenn da mal ein bisschen Wind dagegen kommt, also... Zwei Stück haben wir geschafft, aber... Wer es nicht gar so turbulent mag, kann sich beim Waschzuber-Rafting durch den tosenden Wildbach treiben lassen. Schön, doch, die Kinder freuen sich. Erfrischende Abkühlung bietet auch die Badewannen-Schussfahrt von der Burg Raue Klinge. Ich bin wasserscheu, deswegen nehme ich ein Cape. Erfrischend, nass, lustig, perfekt. Um die Zinnen der detailreich gestalteten Wasserburg schlängelt sich auch die Strecke der gesenkten Sau. Ein turbulenter Fahrspaß für die ganze Familie. Mega, super.
vor allem seit 10 Jahren keine Achterbahn mehr gefahren. Ja. Zwar als Kind irgendwie hat man da weniger Gedanken sich drüber gemacht. Ja. Aber Adrenalin pur. Ja. Super. Doch es muss nicht immer der Adrenalinkick sein. In entspannter Atmosphäre Fahrgeschäfte von Anno dazumal erleben, auch das ist Tripsdrill. Für viele sind es Kindheitserinnerungen. Ich finde es halt auch schön, wie der Park angelegt ist, von der Pflanze her, also von der Botanik her. Hat auch nicht jeder. Diese alten Fahrgelegenheiten, die sind irgendwie nostalgisch und für Ältere vielleicht auch nicht ganz so, wie soll man sagen, anstrengend. Ja. Und auch, dass die alten Fahrgeschäfte weiter bestehen, das ist schön, dass eine Mischung ist aus neu und alt und doch, das ist toll. Gerade die vielen Kirmesklassiker wie der Wirbelpilz oder der Rundflug im Wäschekorb machen Tripsdrill so besonders. Die wilde Fahrt in der Kaffeetasse wurde hier sogar erfunden. Besonders beliebt ist nach wie vor die erste Achterbahn, die in Tripsdrill 1987 gebaut wurde. Der rasende Tausendfüßler, sozusagen das Einsteigermodell für den Achterbahnnachwuchs. Hier dürfen sogar die ganz Kleinen einsteigen. Heute hatte sie seine erste Achterbahnfahrt gehabt und die war super, gell? War die klasse? Ja. Mega, war super, wirklich. Der Louis. Ja. Die Allerkleinsten kommen auch bei der Entenfahrt, der Moggelisbahn, dem Seifenkistenrennen oder der Wasserrutsche am Mühlbach voll und ganz auf ihre Kosten. Man hat wirklich alles dabei. Man hat für die Kleinen tolle Fahrgeschäfte dabei. Es gibt was für die Großen. Man hat weite Flächen. Die Bepflanzung ist super. Also von A bis Z ist alles toll. Wir hatten riesen Spaß heute. Im Tagesticket für 37 Euro inbegriffen ist auch der Eintritt zum nahegelegenen Wildparadies. Die begehbaren Gehege bieten Naturerlebnis und Anschauungsunterricht zugleich. Richtig schön gemacht. Die Tiere hautnah. Sieht man ja normal nie. Über 50 verschiedene Tierarten sind hier zu Hause und lassen sich aus nächster Nähe beobachten. Vor allem die Kinder lieben es, die Rehe zu füttern. Und ein bisschen hier rumzulaufen und die Tiere zu entdecken. Und jetzt sind wir gerade auf der Suche nach dem dritten Bär. Der muss da hinten noch irgendwo sein. Ziemlich gemütlich hier. Schon irre. Zwei Achterbahnen, die sich ständig überkreuzen. Hals über Kopf und Volldampf. Zwei absolute Neuheiten hier im Park. Aber wir wollten wissen, was kommt denn am besten an bei all den Attraktionen hier und haben eine Familie gebeten, für uns den ultimativen Test zu machen. Auf ins Testvergnügen. Die sechsköpfige Familie Heiß aus Göppingen ist zum ersten Mal in Tripsdrill. Ich bin Andi. Ich bin Matti. Ich bin Romy. Ich bin Jonathan. Ich bin Vicky. Und ich bin die Sabine. Testfahrt Nummer 1. Volldampf. Die neue schwäbische Eisenbahn-Achterbahn. Obwohl sie ordentlich Nervenkitzel bietet, dürfen alle Kinder von Familie Heiß im Alter von 4 bis 12 Jahren mitfahren. Unbeschränktes Fahrvergnügen auch für die Kleinen. Wie ist die Bewertung beim Faktor Spaß auf einer Skala von 1 bis 3? Es war cool. Es hat auch viel Spaß gemacht. Es war sehr spannend. Also, Spaß sagen wir 3. Nächstes Bewertungskriterium: Adrenalin. Wie wird Volldampf hier bei Familie Heiß abschneiden? Ich glaube, wir haben alle schon geschrien, als wir rückwärts hochgefahren sind. Und an dem Punkt ist ein kurzes Herz stehen geblieben und dann ging es wieder vorwärts bergab. Und dann ist es runtergegangen, das hat mich sehr erschreckt. Also da hatte ich schon Angst. Adrenalin, geben wir 3 Punkte. Dritte und letzte Bewertungsfrage. Wie war der Komfort im Volldampf? Ich konnte mich auch vorne noch ein bisschen abstützen, wenn es halt ein bisschen steiler runterging. Man hat sich sicher gefühlt, aber trotzdem nicht eingeengt. Und ich fand es eigentlich echt bequem. Also Komfort geben wir 3 Punkte.
Zur Entspannung darf zwischendurch geballert werden, denn die nächste Teststrecke hat es in sich. Sie ist ziemlich nass. Waschzuber-Rafting. Jetzt wird Familie Heiß gleich selber nass gespritzt. Auch hier dürfen alle Kinder mitfahren. Auf einem abenteuerlichen Parcours führt die Wildwasserbahn quer durch Tripsdrill inklusive Tunnelstrecke. Bewertungsfaktor Spaß. Spaß war gut, oder? Ja. Ging vom Anfang richtig los? Ja. Bis zum ersten Wasserspritzer, oder? Ja. Auch diese Kurven waren richtig so spaßig, weil man halt richtig rumgeschüttelt wurde. Also, wir entscheiden uns jetzt für 3 Punkte. Und damit höchste Punktzahl in Sachen Spaß. Doch wie sieht es bei Adrenalin aus? Ja, es war spannend, oder? Ja. Aber jetzt keine Angst, dass man rausfällt, oder? Außer, dass er eine Riesenwelle erwischt. Nein, das Adrenalin war heute nicht mal ich im Pool. Also, dann entscheiden wir uns für 1. Muss auch mal sein. Weniger Punkte heißt ja nicht gleich schlecht. So, wer ist nass geworden? Wie ist es mit dem Komfort im Waschzuber? Ja, also wenn es nass ist, dann wird man halt schnell nass, aber sonst eigentlich ganz bequem. Manchmal wird es auch rutschig und man fällt fast vom Stuhl. 1 bis 3? Ich bin für eine 3. Also, wir sind für die 3. Bei Hals über Kopf geht es dann wieder richtig zur Sache. Der kleine Maximilian darf hier nicht mitfahren und Mutter Sabine hat darauf auch keine Lust. Die anderen umso mehr. Ich fand's richtig cool, vor allem die Saltos. Ja, ich fand's auch cool, als es hochgang und dann ganz plötzlich richtig gang, sehr schnell runter. Nee, war's richtig klasse, oder? Mhm. Voll schnell die Loopings. Ja, ja, mein. Sagenhaft, gell? 3. Ganz klar. 3 Punkte. Logisch, dass diese Bahn sich in Sachen Adrenalin nicht verstecken muss. Also ich hatte Angst, da ganz irgendwo waren so Steinwände. Ich dachte, meine Füße knallen dagegen und wären dann ab. Ich hatte Angst, dass mich gleich aus dem Sitz aushebelt. Bei den Loopings, bei den Überschlägen. Da sind wir uns einig, oder? Adrenalin? 3 Punkte. Kann denn so eine Höllenfahrt überhaupt noch komfortabel sein? Bisschen eng, aber sonst sitzt man eigentlich gut. Ich find's entspannend, also da drin zu sitzen, weil man sich halt auch rückwärts, also nach hinten lehnen kann. Man sitzt super, man sitzt sicher und auch da sind wir uns einig, oder? Volle Punktzahl. Und wie viel sind es? 3 Punkte. Klar, dass bei so viel Action auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen darf. Dankeschön, das schaut ja sehr lecker aus. Ja, geht doch nichts über ein gutes Essen so zwischendurch, oder? Ja, und weil wir im Schwabeländle sind, gibt es natürlich schwäbische Spezialitäten, so wie hier im Gasthaus zur Alpweibermühle. Da gibt es Maultaschen oder Zwiebelrostbraten oder Spätzle. Ja, und wem so gut gefällt im Park, dass er gar nicht mehr nach Hause will, hier kann man auch ziemlich urig übernachten. Aber erst einmal gibt es was Leckeres aus der Tripsdrill-Küche. Und hier wird noch richtig gekocht, die Soße selbst gemacht und auch die Spätzle. Frische Eier aufschlagen statt Fertigteigwaren, Spätzleteig anrühren und der Seniorchef vom Erlebnispark kontrolliert alles morgens um 8. Guten Morgen, Herr Fischer. So, was kochen wir denn heute? Soße läuft und Auszubildende macht Spätzleteig. Ja. Dann können wir noch Spätzle machen. Bringen was Gutes auf den Tisch, wie immer. Wir geben unser Bestes, Herr Fischer. Ja, so wie immer. Der Gasthof zur Altweibermühle hat eine lange Geschichte, ist die Keimzelle des Erlebnisparks. Hier hat alles vor über 90 Jahren begonnen.
Familie Fischer betrieb damals in Tripsdrill ein Ausflugslokal. Das Bild ist von 1929, wo unser Urgroßvater die damalige erste Altweibermühle gebaut hat. Es war immer lustig nach der Schule, wenn wir dann den Berg hochgefahren sind und haben gesehen, oh Gott, die Windflügel, die drehen sich. Dann haben wir gewusst, heute Mittag wird man eingespannt. Und dann war halt mein Interesse war halt immer hier im Gasthaus mitzuhelfen, auszuschenken und einfach der Umgang mit den Gästen, und das hat mir immer gefallen. Heute wird Lehrling Ahmed aus Tunesien eingespannt beim Spätzle machen. Die junge Generation lernt Schwäbisch kochen und es scheint zu funktionieren. Der Umgang mit der Spätzlespresse klappt. Aufwendig, aber es lohnt sich. Wo ich hierher gekommen bin in den Betrieb, dann habe ich gedacht, so blockst du nicht mehr mit den Spätzle jeden Tag. 300-400 Eier, das ist schon ein Job. Dann haben wir überall Muster mal kommen lassen. Von allen möglichen Spätzlerherstellern von Süddeutschland. Dann haben wir die hier in der Küche bemustert. Und dann sind wir doch zum Schluss gekommen, dass wenn wir es selber machen, dass wir einfach wirklich 100% am besten fahren. Also da gibt es keine Alternative. Nach den Spätzle zum nächsten schwäbischen Klassiker. Kartoffelsalat. Den bereitet Küchenchef Werner Fitterling nach Bauchgefühl zu. Abgemessen wird Pi mal Daumen. Machen wir Öl. Machen wir Salz. Pfeffer. Beim Kartoffelsalat haben wir noch ein Geheimrezept. Und zwar wird der Kartoffelsalat perfekt, wenn man den mit Spätzlewasser noch anmacht. Man kann Fleischbrühe nehmen. Dann ist er nicht mehr vegetarisch. Wir haben auch viele vegetarische Gäste. Dann nehmen wir das Spätzlewasser. Das hat auch ein bisschen Stärke drin. Dann bindet es den Kartoffelsalat. Der ist jeden Tag anders, schmeckt aber trotzdem gleich. Jetzt müssen noch 30 Liter Soße zubereitet werden. Dann eine richtige Mark noch rein da drin. Das gibt richtig Kraft für die Soße. Ablöschen. Der Trollinger vom Stromberg tut sein Übriges. Und wieder Spätzlesbrüh. Und was wir hier letztendlich auch noch reingeben in die Soße, ist der Rest vom Spätzleswasser auch. Man könnte es mit Wasser auffüllen, aber das Spätzlewasser hat schon einen Grundgeschmack und gibt der Soße auch ein bisschen noch eine Würze mit. Wir lassen nichts verkommen. Nein. Das Ergebnis: schwäbische Köstlichkeiten, für die viele extra nach Tripsdrill kommen. Zum Beispiel, um ein Wildpfändle oder ein Mühlenpfändle zu genießen. Die Preise sind gut bürgerlich. Obergrenze 20 Euro. Nachmittags gibt's viele Gerichte für 9 Euro im Sonderangebot. Und weil das so ist, empfiehlt sich im Gasthaus zur Altweibermühle eine Reservierung. Die bodenständige Küche hat einfach zu viele Fans. Schön. Einmal das Wildpfändle. Schön. Und einmal die Brote. Schönen guten Appetit. Dankeschön. Es gibt nichts, was einem glücklicher machen kann als ein Zwiebelrostbraten. Wollten gestern in Bietigheim schwäbisch essen gehen, aber das war alles andere, nicht schwäbisch. Und heute sind wir sehr begeistert. Spätzle schmeckt, Wurstsalat schmeckt. Und auch mein Essen schmeckt. Naheliegend, dass manch einer hier die Zelte aufschlägt, zumal die Zweitageskarte in Tripsdrill nur unwesentlich mehr kostet als ein Tagesticket. Man kann im eigenen Gefährt campen oder im Schäferwagen übernachten. Romantisch, am Rande des Wildparks gelegen und ein tolles Gemeinschaftserlebnis für die ganze Familie. So, da sind die Betten. Die Leiter konnte man gut hochklettern. Allerdings, wenn man zum anderen Bett hoch wollte, was müsste man machen? Das war ein bisschen umständlich manchmal. Umhängen. Und jetzt gerade bei der EM, der Fernseher durfte natürlich auch laufen. Sehr schön. Spannend, aufregend und genau neben den Schafen und den Eseln. Oma und Opa mussten oben schlafen und wir drei haben unten im großen Bett geschlafen. Hatten wir gut Platz? Ja, gell? 150 Euro die Nacht kostet ein Schäferwagen.
Für Übernachtungsgäste ist der Eintritt in den Vergnügungspark übrigens stark verbilligt. Etwas teurer, aber auch luxuriöser, die Baumhäuser im Wald von Tripsdrill. Hanna Müller und Peter Gruber gönnen sich das Naturerlebnis zum ersten Mal. Oh, wow. Das ist richtig schön. Mhm. Wow, hier sind noch vier Betten. Schöner Ausblick. Ja, ist echt schön. Das ist echt gemütlich. Sehr naturnah alles. Aber mit viel Komfort auch. Also mit eigenem Bad auch und Dusche. Alles da, Strom da. Aber wirklich schön, auch mit dem Wald. Echt toll. Ja, vielleicht jetzt das Ende von der Corona-Zeit, ja, dass man jetzt einfach wieder Sachen machen kann. Ja. Und ich glaube, so an der frischen Luft ist das eigentlich ideal mit dem Baumhaus hier im Wald. Ja. 30 Baumhäuser, jedes ganz individuell gestaltet, verstecken sich wie ein Zauberdorf unter hohen Bäumen. Weil diese besonderen Unterkünfte ständig ausgebucht sind, sollen demnächst ein paar Dutzend neue Häuser in Tripsdrill dazukommen. Rund 250 Euro zahlt man für das Vergnügen, an dem bis zu 5 Personen teilnehmen können. Auch das Frühstück nach der Nacht im Blätterdach komfortabel und gleichzeitig rustikal. Begleitet von Vogelgezwitscher und vielen Tiergeräuschen aus dem nahen Wildpark. Heute Morgen, also hier gibt es einen Aufenthaltsraum, wo man morgens auch frühstücken kann, wo wir das Frühstück abgeholt haben. Und da war es dann so, dass der Nachbar wirklich Wölfe heulen gehört hat. Und das war so, dass wir gestern Abend noch nachts oder abends durch den Park gegangen sind und da schon die Wölfe gesehen. Und ja, wir haben sie leider nicht gehört, weil wir wirklich gut schlafen konnten, weil alles auch wirklich ruhig ist. Du hast die Vögel gehört, aber ja, wenn man drauf achtet und lauscht, dann kann man sogar die Wölfe heulen hören abends. Eine Auszeit in der Natur, auch das ist Tripsdrill. Schon toll, so ein Baumhaus, oder? Manchmal wackelt es ein bisschen, aber dafür ist man mitten in der Natur. So wie im gesamten Park eigentlich. Nicht umsonst ist Tripsdrill ja auch wegen seiner Greifvogelschau berühmt geworden. Leider finden wegen Corona solche Veranstaltungen zurzeit natürlich nicht statt. Aber das nostalgische Figurentheater, das schon Oma und Opa toll fanden, das gibt's immer noch. Schwäbischer Dialekt kombiniert mit Retro-Charme. Die animierten Figuren finden sich in jedem Winkel von Tripsdrill und sind vielleicht sogar das heimliche Wahrzeichen vom Erlebnispark. Ich bin der Dr. Eisenbart. Kuriere dich nach meiner Art. Dann fliegen alle Bienen fort. Gerade die älteren Sachen sind auch schön zum Anschauen. Ja, einfach weil sowas gibt es gar nicht mehr in den neuen Vergnügungsparks. Da gibt es nur noch Action-Achterbahn und sowas zwischendurch ist auch ganz toll. Heiliger Bimbam, bei dir kommt ja mein ganz Herz in Wallung. Darfst du nicht B sein, gell, mein Scheißerle? Mein Scheißerle. Tschüss. Jetzt gehen wir wieder runter. Ja, ich finde es total toll, weil ich als Kind früher hier auch schon raufgeklettert bin. Ich habe da noch ein Foto in meinem Fotoalbum, da bin ich von hinten fotografiert. Und meine Tochter ist jetzt ganz automatisch heute auch hier wieder hingerannt. Und wir finden es einfach witzig auf Schwäbisch und haben jetzt erstmal extra wieder zurückgelaufen. Das Fensterl gehört zum Tripsdriller Heiratsmarkt. Schon seit Ende der 70er Jahre kann man hier seine Ehefähigkeit testen. Für ihre hydraulisch betriebenen Figuren ließ sich Betreiberfamilie Fischer vom Alltag um 1880 in Württemberg inspirieren, wie zum Beispiel beim Bauerntheater. Das Stück ist bei den kleinsten Besucherinnen und Besuchern besonders beliebt. Ich habe es gerade gesehen, wo sie das angeschaut hat, dass sie das eigentlich richtig schön interessant gefunden hat, dass das halt einfach die Puppen da mit dem Mund wackeln und das Ganze. Gell? Das ist einfach was viel Schöneres, wie jetzt einfach im Fernseher, finde ich. Ich glaube, das können die Kinder auch viel besser aufnehmen. Gell? Neben Sachen zum Staunen gibt es aber auch von der Wackelbrücke bis zu den Wackelrädern jede Menge an Attraktionen zum Selbermachen und Entdecken. Ganz ohne Schlange stehen ist das bei Familien mit kleinen Kindern besonders beliebt. Wie der Wasserspielplatz am Sägewerk. Das Umleiten der Wasserstraßen sorgt nicht nur für Abkühlung an heißen Sommertagen, sondern auch für gute Laune. Wenn meine Kinder Spaß haben, dann habe ich auch Spaß. Das ist sowieso. Miriam, wie findest du den Spielplatz? So?
Währenddessen können die größeren Kinder ihre Klettertechnik unter Beweis stellen und anschließend einen der zahllosen Ausgänge nehmen. Diesen beiden gefällt's. Gut. Mir gefällt er auch gut. Warum? Also da kann man gut turnen und spielen. Wer kräftig in die Pedale tritt, genießt den Park aus der Perspektive von Schmetterlingen. Es ist so, als ob wir fliegen. Tripsdrill ist so ein bisschen entstanden wegen der alten Weibermühle. Und dann wurde halt das alles so ein bisschen aufgebaut. In Tripsdrill soll es eine Mühle gegeben haben, die alten Damen wieder zu jungem Aussehen verholfen hat. So bekam die Altweibermühle ihren Namen. Ich finde, das ist eigentlich eins der besten Attraktionen hier. Ja, warum? Ja, die Kinder können alleine draufgehen. Das macht halt Spaß, ne? Runter zu rutschen, auch wie Erwachsene, da fühlt man sich wieder als Kind. Ja, ich war genauso alt wie die Kinder, als ich regelmäßig hergekommen bin. Nicht nur die Mühle ist eine tolle Alternative bei schlechtem Wetter. Falls es regnet, können Familien auch den Indoor-Spielplatz im Gaudi-Viertel unsicher machen. Neben Klettergerüsten gibt es ein Druckluft-Bälle-Paradies. Es geht um die Abwechslung, nicht nur um Karussellfahren oder so, sondern einfach um die Abwechslung. Du könntest mir mit einem Tempo aushelfen. Und diese Idee ist gar nicht bescheiden. Im Weinkübel durchs Gartenparadies, da haben definitiv alle Spaß. Aber kommen hier wirklich alle Altersklassen auf ihre Kosten? Also vom Adrenalin-Junkie bis zum Nostalgie-Fan? Wir, das Testergebnis unserer Testfamilie. Ein Tag Tripsdrill. Die Heißens lassen ihn Revue passieren. Wie hat's euch gefallen? Legt los. Gut. Also richtig gut. Es war anstrengend, es war sehr spannend. Die Fahrgeschäfte waren interessant. Ja, haben Spaß gemacht. Ja. War für jeden was dabei. Also dem Maxi und mein Highlight war die Raupe, weil das eine Achterbahn war, die er ganz toll schon in seinem Alter fahren konnte, weil für ihn ein bisschen traurig war, dass er ganz viel nicht mitfahren durfte, weil er immer zu klein war. Badewannenfahrt. Badewanne war erfrischend. Halt über Kopf, Volldampf und Mammut. Also ich finde, es gibt sehr viele schöne Plätze zum Pause machen, oder? Ja, ich finde es auch einen sehr toll angelegten Park, sehr weitläufig. Man hat gar nicht das Gefühl, dass hier viele Leute sind. Wir sind mit rund 200 Euro dabei, was natürlich für einen Tag am Wochenende schon recht happig ist. Da überlegt man sich bestimmt zweimal, wie oft man sich das gönnt. Aber ich denke, wenn man von morgens bis abends das Angebot nutzt, lohnt sich es auf alle Fälle. Wir würden wiederkommen. Wir haben noch einige Fahrgeschäfte, die wir nicht ausprobiert haben. Nee, ich glaube, in so einer Personenstärke schafft man es nicht an einem Tag. Weil jeder was anderes will und dann muss man da warten und dort warten, bis der mit dem fertig ist. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der Park so groß ist. Und man will halt meistens die Fahrgeschäfte fahren, die halt auf der anderen Seite von der Karte sind. Also meine Lieben, jetzt gehen wir noch hier hin, weil mit der 17... Wir machen das hier, kommt als erstes, dann kommt das hier und dann kommt das hier. Ich schippe jetzt hier noch ein bisschen über den Mühlensee mit Blick auf die Altweibermühle, mit der vor über 90 Jahren alles begann. Wir steuern jetzt allerdings aufs Ende zu in dieser Sendung. Sollten Sie Lust haben auf weitere Freizeittipps oder auf andere spannende Geschichten aus Baden-Württemberg, dann besuchen Sie uns doch mal online. Uns gibt's auch in der ARD-Mediathek oder auf YouTube. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.